herzlich willkommen zum Jumping Fitness. Heute wieder Back to School aus der Grundschule Oebersheim. Wir werden heute wieder ganz viel Spaß haben. Was ihr braucht, Gewichte oder Yeah.
Und wir
Bounce it.
is blue, I got the sun in my eyes. They can't get better than when she makes that smile. Yeah, she's got that style that makes you think she's made out of gold. She's turning up the volume on the radio. I'm gonna make it worth your while. I'm gonna make it worth your while. I'm gonna make it worth your while. When she's with me, we're like superstars. Windows roll down, radio on, I think we're good. Oh, far we don't need money. We can skip the party. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart. Close to your body. Give me some sugar, honey. Close to
Kick me up, I'm not gonna.
jeder kann. Für 4, für 3 und wir marschieren. Alle guten Dinge sind dran. Dann kommt die kleine Runde. Starten direkt mit dem Kick nach vorne.
Atmen nicht vergessen. Diese Dehnung im hinteren Bein. Sehr schön. Der Fuß bleibt vorne. Bewegt das andere Bein ganz lange hinten ab. Öffnen die Hüfte. Oberkörper ist aufrecht. Einmal noch mal vorgehen. Oder wer mag, nimmt die Arme hoch. Tief atmen. Gleichgewicht halten. Und lösen. Wir schieben das Becken nach hinten. Nehmen das Bein. Den Fuß dazu. In Richtung hoch und dehnen hier den vorderen Oberschenkel. Sehr schön. Und lösen. Wir wechseln die Seite. Der Fuß geht nach hinten, der andere Fuß nach vorne. Wir öffnen die Hüfte, soweit es geht. Dieser Bereich auf den Kopf und an. Ganz lang das Bein nach hinten wächst. Und wer will, nimmt die Arme dazu. Halten. Atmen. Und lösen. Hier das Becken wieder nach hinten. Mit dazu an den Po. Nehmen jetzt wieder die Oberschenkel auf der Vorderseite. Immer. Und wir lösen. Alle Füße gehen nach hinten. Wir setzen uns auf die Ferse und gehen ganz tief nach vorne. Machen den Oberkörper lang. Gehen im Hohlkreuz. Arme nach vorne. Streckt den Po nach oben. Runde Rücken, Bauch einziehen, gehen wir wieder ganz weit zurück bis auf die Ferse. Und noch einmal, ganz tief im Hohlkreuz gehen wir nach vorne. Und ganz langsam im runden Rücken zurück auf die Ferse. Und wir strecken nochmal ganz lang den Oberkörper, öffnen die Schultern, ganz intensive Dehnung in den Schultergelenken. Die Schultermuskulatur. Sehr schön, wir lösen. Wir kommen auf die Füße und richten uns ganz langsam auf. Rollen uns Wirbelsäule nach oben. Sehr schön. Die Arme gehen nach oben. Die rechte Hand geht zwischen die Schulterblätter und die linke Hand zieht den Ellbogen in die Richtung Kopf. Achtet darauf, dass die Knie nach wie vor gekreuzt sind. Locker stehen, locker atmen. Und lösen. Wir wechseln die Seite. Die andere Hand geht zwischen die Schulterblätter und wir ziehen den Ellbogen in Richtung Kopf. Sehr schön. Und wir lösen. Die Hände gehen nach hinten. Wir verschränken die Finger ineinander und drehen die Schultern nach hinten. Beide sind gebeugt und die Hände gehen hoch. Und wir gehen ganz langsam mit gebeugten Beinen nach vorne. Senken den Kopf, senken den Oberkörper. Lassen die Schwerkraft auf die Arme wirken. Spüren jetzt die Dehnung in den Schultern, in den Beinen. Halten. Sehr gut. Wir senken die Arme. Lösen die Finger. Die Hände kommen aufs Trampolin. Wir setzen die Handflächen auf und spannen die Beine an. Spüren die Dehnung hinten in den Oberschenkel. Die Beine sind nach wie vor gebeugt. Aber wir können trotzdem ganz intensiv dehnen, indem wir die Beine anspannen. Sehr gut. Wir lösen. Strecken die Beine durch, das Gewicht geht auf den rechten Fuß und die Finger wandern an den rechten Knöchel. Dehnung im hinteren rechten Bein. Halten und atmen. Wir lösen. Die Finger wandern über die Mitte zum linken Fuß. Gewicht jetzt auf dem linken Bein. Beide Beine gestreckt. Und Dehnung jetzt im hinteren Bein links. Sehr schön. Wir lösen, verlagern das Gewicht wieder auf beide Füße, gleichmäßig und die Hände wandern zwischen den Füßen hindurch. Intensive Dehnung nochmal in beiden Beinen. Wir gehen leicht nach unten.
Macht's gut, vielen Dank.